Karen Gauke und ihre Tochter Clara. Seit mehr als 7 Monaten vermisst. Ich muss niesen. Die Ungewissheit, das Unfertige dieses Todes ist eine furchtbare Belastung. Dies ist ein Kriminalfall. Die Geschichte eines ungeklärten Verschwindens und einer der größten Suchaktionen in Deutschland, bei der am Ende ganz andere Leichen gefunden werden als die gesuchten Karen Gauke und ihre Tochter. Ich würde am liebsten mit dem Spaten noch dort graben helfen oder tauchen. Der 15. Juni ist ein heißer Tag. Ganz Deutschland ist im WM-Fieber. Um 19.30 Uhr telefoniert Karen Gauke hier in ihrer Wohnung in Hannover mit einer Freundin. Sie hat gleich noch einen Termin mit ihrem Ex-Freund, sagt sie. Das ist ihr letztes Lebenszeichen. Um 8 ist die Schlafenszeit der Kleinen und danach rief dann unsere Tochter meistens an. Und darauf hatten wir eigentlich gewartet. Als das Telefon ging und ich hinstürmte, erwartete ich eigentlich von Karen zu hören, na, und das war sie nicht. Auch in den folgenden Tagen ruft Karen nicht an. Da wusste ich sofort, all das Nichtwahrnehmen von Termin ist nicht Karens Art, sich dann nicht zu entschuldigen oder nicht zurückzurufen. Sie ist äußerst gewissenhaft, wirklich. Da ist ein Verbrechen passiert. Ich wusste das sofort. Die Eltern bangen voller Sorge in Freiburg. In Hannover hängen Freunde Flugblätter auf. Doch Karen und ihre 7 Monate alte Tochter bleiben verschwunden. Wir haben die Polizei sofort benachrichtigt. Was uns da wirklich, also mich hat es wütend gemacht, furchtbar störte, das war, dass die Polizei das nicht so sah, sondern, ach ja, diese jungen Frauen, die verschwinden mal so 3-4 Tage und dann sind sie wieder da. Machen Sie sich keine Sorgen, die ist bald wieder da. Das hat mich wütend gemacht. Ermittler durchsuchen die Wohnung, mehrmals, später auch den Hausflur. Sie finden nichts Verdächtiges. Erst Tage später macht die Polizei eine schreckliche Entdeckung. Die Wohnung wurde besichtigt, wurde geöffnet und es fanden sich keine Kampfspuren oder es sah nicht nach dem Schauplatz eines Verbrechens aus, bis dann eben die Blutspritzer gefunden wurden nach weiterem akribischen Nachsuchen und die große Blutmenge eindeutig dann den Tatbestand des, ich mag es nicht sagen. Erst als die gesamte Küche auseinandergebaut worden war, die Schränke abgebaut sind, wurde sichtbar, dass unter einem Küchenschrank eine sehr großflächige Blutlache festzustellen war. Dann stand eigentlich fest, dass es zu einem Verbrechen dort gekommen ist. Schnell gerät der Ex-Freund und Vater von Clara, Michael P., ins Visier der Ermittler. Ihre letzte Verabredung. Als er also in Verdacht geraten ist, etwas mit dem Fall zu tun zu haben, wurde auch bei ihm eine gründliche Durchsuchung der Wohnung durchgeführt. Dabei wurden auch Kleidungsstücke sichergestellt, die dann kriminaltechnisch untersucht worden sind. Man hat dabei an einem Schuh einen Blutspritzer gefunden. Auch dieser ist untersucht worden und konnte Frau Gauke zugeordnet werden. Dieses Indiz reicht der Staatsanwaltschaft. Michael P. kommt in Untersuchungshaft. Er verteidigt sich. Karen habe wohl beim letzten Besuch Nasenbluten gehabt, sagt er. Und das Blut sei offenbar auf die Schuhe getropft. Er hat von Anfang an angegeben, dass er mit der ganzen Sache nichts zu tun habe, dass er nicht wisse, wo Frau Gauke und sein Kind abgeblieben sind und er auch nichts mit irgendeinem Verbrechen zu tun habe. Ein Verbrechen ohne Leichen? 10 Tage vergehen.
Dann eine wichtige Spur. Sie führt rund 70 Kilometer von Hannover weg nach Braunschweig, zu einem Autoverleih. Ich habe eine Rundmail von einem Vermieterverband bekommen. Da wurde nach einer bestimmten Person zu einem bestimmten Zeitpunkt gefragt. Ich habe die Daten bei uns ins System eingegeben, habe festgestellt, dass diese Person bei uns im fraglichen Zeitraum gemietet hat. Dieser Hinweis ist für die Polizei ein Meilenstein im Fall Gauke. Wolfgang Harms wird zum ersten wichtigen Zeugen. Der Herr P. hat den Mietvertrag gemacht, wurde mit Schlüssel und Papieren herausgeschickt zur Übergabe. Die Übergabe macht ein gesonderter Mitarbeiter. Doch dann zögert Michael P. Bei jedem Verleih macht diese Vermietung Fotos vom Wagen und vom Mieter, um den Zustand des Autos bei der Übergabe festzuhalten. Das hat dem Herrn nicht so gut gefallen. Da hat er also auch länger drüber diskutiert. Er wollte partout nicht aufs Bild. Und dann bin ich dazugekommen, als ich merkte, es gibt Probleme mit dem Mitarbeiter und dem Kunden. Und habe dem Herrn P. dann halt gesagt, wenn er partout nicht aufs Foto möchte, das könnte ich schon verstehen, aber das sei hier eben Geschäftsgrundlage. Und dann würden wir eben von einer Vermietung Abstand nehmen. Und da hat sich dann der Herr P. dann doch entschieden, das Fahrzeug zu nehmen. Die Fotos. Jetzt sind sie mögliches Beweismaterial. Am 15. Juni, am Tag des Verschwindens, mietete sich Michael P. diesen Toyota Avensis Kombi. Das Kennzeichen Leipzig PY5533. Während Michael P. in einem Gefängnis nahe Hannover in Untersuchungshaft sitzt, ermittelt die Staatsanwaltschaft fieberhaft weiter. Doch von den Vermissten fehlt noch immer jede Spur. Michael P. ist 38 Jahre alt, ein Manager bei Deutschlands größtem Touristikkonzern, zuletzt als Leiter einer Controlling-Abteilung. Und hier hat er gewohnt, mit seiner neuen Lebensgefährtin. Auch mit ihr hat er vor kurzem ein Kind bekommen. Seine Freunde schildern ihn als netten Gesellschafter, als amüsanten Plauderer, als einen, mit dem man gerne um den Maschsee joggen geht, sportlichen Typ. Man traf sich im Sommer mit ihm gemeinsam zum Fußball gucken im Biergarten. Ein Partymensch. So hatte ihn auch Karen kennengelernt. Im Urlaub vor 2 Jahren in Ägypten. Alles scheint zu passen. Auch Karen ist ehrgeizige Betriebswirtin, arbeitet bei der TUI, lebt in Hannover. Aber die Liaison hält nur kurz. 3 Monate nach dem Ende teilt Karen ihrem Ex-Freund mit, dass sie schwanger ist. Und zwar von ihm. Die haben dann wohl doch mal versucht, zusammenzuleben. Und dann hat unsere Tochter eben festgestellt, wir passen gar nicht zusammen. Und hat sich dann letztlich von ihm getrennt, schon in der ersten oder zweiten Schwangerschaftsmonat. Ein Foto kurz nach Claras Geburt. Michael P. blickt stolz in die Kamera. Im Büro und auch seiner Lebensgefährtin erzählt er von seiner kleinen Tochter Clara. Doch mit Karin gibt es Streit. Um Unterhaltszahlungen. Monatelang. Am Abend des Verschwindens sollte es das letzte Gespräch in dieser Sache geben. Und sie sagt, und jetzt setze ich ihm die Pistole auf die Brust. Er muss jetzt kommen, muss seine Verhältnisse offenlegen. Und ich möchte wissen, was Sache ist. Der soll halt seine Gehaltszettel mitbringen. Und dann können wir ja mal sehen, was dabei rauskommt. Sie hat sich sehr gut darauf vorbereitet. Sie hatte ihre Papiere alle bereit und wartete jetzt darauf, dass MP seine Papiere offenlegte. Alles war vorbereitet. Und sie sah mit so viel Zuversicht in die Zukunft. Die Anklage geht davon aus, dass es zu Streitigkeiten gekommen ist. Das ging nicht nur ums Geld, sondern das ging auch um andere Dinge. Der Angeschuldigte lebte in einer anderen Beziehung und so stellt es die Anklage dar, fühlte sich einfach gestört durch Frau Gauke, die Forderungen stellte, die ihm möglicherweise lästig waren. 3 Wochen nach dem Verschwinden bekommt die Polizei von diesem Mann den 2. wichtigen Hinweis. Gerhard Gerlach ist Pächter eines Teiches, etwa 30 Kilometer von Hannover entfernt.
Jeden Tag ist er mit seinem Hund hier draußen. Fremde fallen ihm sofort auf. Ich habe ihn am 16. gesehen. Nachmittags um zwischen 16 und 17.30 Uhr. Drüben auf der anderen Uferseite ist er da drüben aus dem Gebüsch rausgekommen. Und da stand auch der Wagen mit dem Leipziger Kennzeichen. Deshalb ist er mir überhaupt aufgefallen, weil hier Leipziger Kennzeichen sind am See nicht zu finden. Meist Kennzeichen Hildesheim, Celle, Gifhorn, Peine, Braunschweig vielleicht noch, das ist auch Feierabend. Und Hannover eben. Aber Leipziger Kennzeichen so gut wie gar nicht. Haben Sie sich den genauer dann angeschaut? Ja, fiel mir auf, weil er aus dem Gebüsch rauskam. Dachte erst, es ist ein Liebespärchen, die da rauskommen. Habe ich mal ein bisschen genauer hingeguckt. Ja, und dann ist mir aufgefallen, aufgrund seiner voluminösen Nase. Ne? Und als ich dann das Bild am Samstag dann, oder 14 Tage später, war es, glaube ich, in der Hannoverschen Allgemeinen drin, habe ich dann das Bild gesehen und habe ich zu meiner Frau gesagt, die kenne ich. Und noch etwas ist verdächtig. Gerlachs Jagdhund schlägt an. Immer an der gleichen Stelle, nahe am Ufer. Ich kann nur sagen, dass er hier irgendwelche Witterungen kriegt, die ungewöhnlich ist. Ne? Denn er spürt ja normalerweise totes Wild auf und angeschossenes Wild auf. Und die Witterung kriegt er eben. Und das macht er jetzt seit Tagen? Seit Tagen, seit Wochen. Seit Wochen. Also praktisch seit dem 16. Endlich. Eine mögliche Spur der Vermissten. Die Polizei rückt an. Letzte Absprachen mit Einsatzleiter Lothar Meckel. Du kommst da nicht hin, Auto. Der See ist dicht eingewachsen und darum gibt es nur wenige Buchten zum Einlassen der Boote. Ich muss sagen, da waren wir sehr hoffnungsvoll. Denn wir konnten uns gut vorstellen, dass man jemanden im Wasser entsorgt. Gaukes entscheiden sich, in Freiburg zu bleiben. Bei Hannover läuft die Suche auf Hochtouren. Taucher tasten den Grund des Zeveteichs ab. In Booten suchen Polizisten nach Spuren jeder Art. Es sind 30 Grad im Schatten. Die Sänge der Hitze macht zu schaffen. Und der See ist groß. Leichenspürhunde müssen ran. Sie können jeden auch noch so schwachen Hauch von Verwesung riechen. Auch über Wasser, wenn Gase aufsteigen. Einigen Hunden werden die Augen verbunden. So können sie sich besser auf ihre feine Nase konzentrieren. Jede halbe Stunde werden die Tiere ausgewechselt. Mögliche Fährten über Wasser aufzunehmen, ist für sie immens anstrengend. Langsam werden sie mit Booten über den See gefahren. An einigen Stellen schlagen die Hunde an. Taucher gehen ins Wasser, aber sie finden wieder nichts. Von Leichen keine Spur. Es ist eine Zeit des ewigen Wartens in Hochspannung. Jedes Mal, wenn unser Telefon, wir haben eine Leitung völlig freigehalten für die Polizei, wenn das Telefon ging, dann sind wir hingesportet und hofften auf irgendeine Nachricht, eine positive oder eine genauere. Und diese Hochspannung erträgt man nicht besonders gut, sehr lange. Zwei Tage später. Die Polizei sucht weiter. Die größte Hoffnung liegt jetzt auf den Sonarbooten. Mit Schallwellen können sie mögliche Gegenstände am Boden orten. Wieder gehen Taucher ins Wasser. Eine schwierige Aufgabe. Das lag also in dem Fall daran, dass in dem Bodenbereich der Teiche null Sicht vorhanden war. Durch den schlammigen Boden und die Wasserpflanzen hatten die Taucher keine Sicht. Sie mussten also den gesamten Bodenbereich mit ihren Händen abtasten. Und das auch noch flächendeckend. Diesbezüglich war der ganze Tauchansatz sehr zeitaufwendig. Alter, Vorsicht. Wir tauchen hier gleich, ne? Systematisch suchen die Taucher den See weiter ab. Und immer wieder gibt es neuen Ansporn. Denn inzwischen wollen mehrere Zeugen Michael P. in der Gegend gesehen haben. Doch nicht hier, sondern im Landeskriminalamt finden Kriminaltechniker eine neue Spur. Und zwar im Kofferraum des Mietwagens. Sie belastet ihn wie keine andere. Es sind in diesem Fahrzeug Blutspuren gefunden worden. Auch diese konnten der verschwundenen Frau Gauke zugeordnet werden, sodass wir dann davon ausgehen müssen, dass sie sich zu irgendeinem Zeitpunkt in diesem Fahrzeug befunden hat.
Nach den Beweisen und Spuren und den Ergebnissen der Ermittlungen, die bisher auf dem Tisch liegen, steht für meine Mandanten und mich fest, dass die Tochter Karen Gauke tot ist. Im Untersuchungsgefängnis verweigert Michael P. jetzt jegliche Aussage. Als Beschuldigter in einem Strafverfahren ist das sein gutes Recht. Auch seine Anwältin lehnt jedes Interview ab. 700 Kilometer von Hannover entfernt, bei Freiburg, ist die Stille kaum zu ertragen. Gabriele Gauke versucht sich mit Literatur abzulenken, mit Kurzgeschichten und Gedichten. Doch Trost findet sie nicht. Gaukes haben sich zurückgezogen. Die Ungewissheit zehrt an den Nerven. Ich möchte die Hoffnung noch nicht aufgeben. Ich möchte noch danach jagen, Nachrichten zu bekommen. Wo könnte die kleine Clara sein? Clara, 7 Monate alt. Von ihr fehlt jede Spur. Hans Gauke versucht, alles akribisch genau festzuhalten, was mit dem Verschwinden zu tun haben könnte. Viele Fragen sind noch offen. Aus Karens Wohnung in Hannover fehlen ein Tragesitz, eine Wickeltasche und sogar Claras besondere Ernährungstabelle. Inzwischen geht die Suche weiter. Es ist bereits der dritte See. Zentimeter für Zentimeter tasten die Taucher den Grund ab. Jede Handbewegung könnte etwas Neues bringen. Jeder See der Umgebung den entscheidenden Fund. Den Babytragesitz oder auch die Leichen. Der 26. Juli. Am Abend zeigt Einsatzleiter Meckel den Kamerateams die Fundstücke des Tages. Das sind die Zufallsfunde von heute. Ein Munitionsgurt, eine Geldschatulle, ein Revolver und Patronen. Ja, vielleicht wollte es irgendwann wieder rausholen. Das sei da drin. Im Fall Gauke wird für die Suchtrupps Hoffnung zur Routine. So, okay. Gefahrenstelle bitte. Anfang August, 7 Wochen nach dem Verschwinden. Die Polizei weitet die Suche jetzt noch einmal aus. Mit 300 Schaften durchkämmen die Beamten den Wald. Zentimeter für Zentimeter schlagen sie sich durchs Unterholz, den Blick immer auf den Boden, auf der Suche nach einem Fetzen Kleidung, nach frisch aufgeworfener Erde. Ich versuche, jede Nachricht, die irgendwelche Spuren vermittelt, nachzuerleben hier zu Hause. Und ich würde am liebsten mit dem Spaten noch dort graben helfen oder tauchen. Aber das geht natürlich nicht, ist utopisch. Wir sind Gott sei Dank ein ganzes Ende weg, sonst würde ich es tatsächlich so machen. Jeden Tag nehmen sich die Polizisten ein neues Waldstück vor. Also am Anfang ist die Hoffnung sicher größer. Und nachdem nun die ganze Zeit nichts zu finden war, sinkt natürlich die Hoffnung. Das heißt, es ist jetzt so eine Art Lotto-Gefühl, vielleicht ein Glückstreffer durch Zufall, dass irgendwie jemand, ein Wanderer, entweder im Wald etwas findet oder dass aus irgendeinem Grunde in einem See irgendwie, sagen wir mal, ein Sack auftreibt. Plötzlich, nach 2,5 Monaten, eine Entdeckung, die Kripo und Reporter nervös macht. Taucher gehen ins Wasser. Das Sonarboot hat etwas geortet. Am Grund eines Teiches liegt in 8 Meter Tiefe ein Auto. Das Metall ist gerostet. Der gesamte Bodenraum verschlammt. Die Spezialisten der Spurensicherung rücken an. Der Wagen scheint schon länger unter Wasser zu liegen. Und
Und dann plötzlich merkte man an der Körpersprache, wie sich das veränderte. Die waren auf einmal nicht mehr locker, sondern angespannt, guckten, schickten auch die Journalisten weg, die das Ganze beobachtet hatten. Dann hieß es jetzt bitte keine Bilder mehr. Und es war dann alles eine große Aufregung da. Und es stellte sich dann eben heraus, dass in dem Schlamm, in dem der diesen, den Boden dieses Autos bedeckt hat, dass da menschliche Knochen drin waren. Aber die Polizei entdeckt noch etwas. Im Schlamm steckt auch ein Personalausweis. Der Tote ist ein Mann, der Anfang der 90er Jahre Selbstmord begangen hatte. Karens Eltern sind ihren Albträumen weiter ausgeliefert. Von Karen und Clara fehlt jede Spur. Und dennoch, die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Michael P. wegen Doppelmordes. Mitte September, 3 Monate nach dem Verschwinden, wird ein neues Ermittlungsergebnis der Mordkommission bekannt. Daten in Michael P.'s Computer führen zum Internet-Auktionshaus eBay, zu einem Angebot aus dem Fleischerhandwerk. Dieses Bolzenschussgerät wird zum Betäuben von Tieren vor der Schlachtung benutzt. Und Michael P. wollte es offenbar ersteigern, hat den Zuschlag aber nicht bekommen. Der Angeschuldigte hat 1 Monat vor Begehung der Tat sich aktiv beteiligt an dem Erwerb eines Tötungsgeräts. Wer das tut, beschäftigt sich ganz konkret mit Tötungsmöglichkeiten und auch Tötungsabsichten. Ich wollte mich kundig machen und bin in ein Fachgeschäft in Freiburg gegangen und habe mir so ein Bolzenschussgerät mal zeigen lassen, weil ich einfach wissen wollte, was ist das für ein scheußliches Ding und wozu kann man das verwenden. Und habe mir technisch das erklären lassen, wie das funktioniert. Da kommt ein Bolzen etwa 10 cm herausgeschossen und durchschlägt also irgendwie Knochen. Und das Tier ist dann also betäubt oder weiß ich nicht. Also in die Einzelheiten mochte ich dann auch nicht gehen. Aber die Fantasie, die sich wirklich alles vorstellen muss, weil wir nichts Genaues wissen. Und die Fantasie ist leider sehr wach. Da sieht man durchaus das Schlachthaus-Szenario in Karens Küche. Das ist Folter, das ist wirklich psychische Grausamkeit. Das ist unmenschlich. Die Polizei sucht weiter. Das Verschwinden ist jetzt fast 4 Monate her. 22 Suchtage hat sie hinter sich und dabei mehrere 100 Hektar Wald durchkämmt. Da bekommen die Ermittler plötzlich einen neuen Hinweis. Ein Zeuge meint sich zu erinnern. 20 Kilometer vom ersten Teich entfernt hat er im Juni etwas Verdächtiges gesehen. Am Mittellandkanal. Und auf einmal klingelte gegen 13 Uhr mein Handy. Und da kriegte ich dann die Nachricht, es ist eine Leiche gefunden worden. Und das war dann wirklich der Moment, wo ich gedacht habe, das ist es jetzt endlich. Die Leiche ist schwer, denn an den Füßen hängen Gewichte. Und ein Rucksack zieht sie zurück ins Wasser. Da war man schon ein bisschen abgenutzt und ich habe gesagt, wir müssen erst mal warten, wer das ist. Und es hat keinen Zweck, sich zu freuen oder zu trauern. Trauern werden wir sowieso erst richtig können, wenn eindeutig nachgewiesen ist, dass es die Leiche unserer Tochter ist. Und wie ich das jetzt mal biologisch sehe, ist das wahrscheinlich sowieso nur über einen DNA-Test überhaupt noch möglich. Wir kommen wieder am Mittellandkanal an, springen aus dem Auto, mache die Autotür zu. Und in dem Moment hatte ich noch einen kurzen Fußweg vor mir. Dann überlegte ich, ach, und wenn es jetzt doch wieder wer ganz anders ist, und so war es dann auch. Es war dann auch wieder ein Mann, diesmal kein junger Mann, sondern ein alter Mann. Und wieder war es ein Suizid. Und der hatte mit diesem Fall überhaupt nichts zu tun. Wenige Tage vor Prozessauftakt meldet sich plötzlich ein Mithäftling von Michael P. Er behauptet, der Beschuldigte habe ihm den Doppelmord in allen Einzelheiten geschildert. Eine unerwartete Wende? Prozessbeobachter sind skeptisch. Ob der Belastungszeuge aus dem Gefängnis wirklich glaubwürdig ist, wird das Gericht prüfen.
Dann, endlich. Wenige Stunden vor Beginn des Prozesses. Für Gaukes ist dieser Tag ein neuer Schritt auf der Suche nach Antworten. Mehr als 7 Monate der Ungewissheit liegen inzwischen hinter ihnen. Die zeitliche Entfernung mildert den Schmerz nicht. Ich möchte sagen, die Spannung wächst vor dem Prozess. Und so ein bisschen ist die Hoffnungslosigkeit dazu gekommen, dass eventuell doch nichts gefunden wird vorher und dass das sehr prozessbestimmend sein könnte. Die letzten Meter zum Landgericht Hannover. In wenigen Minuten wird der Staatsanwalt die Doppelmordanklage gegen Michael P. verlesen. Gabriele und Hans Gaukel. Ihre Tochter Karen und ihr Enkelkind Clara, Opfer eines Verbrechens. Vielleicht. Der Fall Gaukel ist juristisch ein schwieriger Fall. Es gibt nur Indizien. Keine Leichen, keine Tatwaffen und ein Angeklagter, der beharrlich schweigt. Das lässt sich miteinander nicht vereinbaren, diese widerstreitenden Interessen. Einmal dieses verfassungsmäßige Grundrecht zu schweigen und das legitime Recht der Angehörigen zu erfahren, wo sind Tochter und Enkelkind. Von Michael P.'s Seite hat die Öffentlichkeit wenig erfahren. Bis zum Prozessbeginn lehnte seine Verteidigerin jedes Interview ab. Solange es keine Leichen gibt, fehlt der letzte Beweis für ein Verbrechen, dass Karen Gaukel und ihre Tochter tot sind. Die Staatsanwaltschaft hält die Indizien dagegen. Das Blut am Schuh, das Blut im Mietwagen und die Zeugenaussagen. Ob hier Widersprüche vorliegen in seinen Aussagen oder nicht, das wird das Gericht zu entscheiden haben. Das wäre verfrüht, jetzt hier öffentlich schon zu spekulieren und irgendwelche einzelnen Aussagen zu werten und zu würdigen. Ich denke, das muss in der Hauptverhandlung stattfinden. Ich glaube, wenn man abschließen könnte, gäbe es eine Ruhe irgendwann und eine Zeit zur Bewältigung. Und Trauer. Wir kommen wegen der Spannung noch nicht zum Trauern.